Och nee, ey, hatten die echt keine bessere Stimme als diesen Milhouse? Das ist ja ekelhaft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Eine Waffe zu laden ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Jetzt ist jetzt Napalm, genau, okay. So, da liegt einer. Der brennt einfach nur vor sich her. Das ist schön. Oh, super. Das ist noch meine Kontaktmine. Hier läuft noch irgendwo eine Rosie rum. Vielleicht da oben irgendwo. Wo liegt die olle Zippe denn? Na gut, ist egal. Ich muss erstmal die Bäumchen hier retten. Ist ja größtenteils schon alles auf meiner Seite. Dürfte jetzt nichts. Okay, der hat keine Little Sister dabei. Gainbrunk. Austauschen. Plasmid. Nee, mit dem Plasmid bin ich eigentlich soweit zufrieden. Hackers Delight, hier ist mal sehr Gesundheit und Eve, jo. Plasmide verbrauchen weniger Eve, Verbandskasten verleihen auch Eve. Techniker-Slot, Techniktoniker, ja, reduziert die Fließgeschwindigkeit, verringert die Schwierigkeitsgrad. Jo. Was haben wir denn hier? Hört den Schraubenschlüsselschaden, brauche ich nicht. Nur diese knüppelartige Waffen mit statische Entladung ist vielleicht so ganz gut. Dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Nahkampfangriffe. Ich glaube mit dem verringert physischen Schaden, sie meinen, ist alles eigentlich soweit ganz geil. Von daher würde ich sagen, brauchen wir jetzt großartig nichts zu machen, was das angeht. Ja, ist gut, Opa. Kann sein, dass sie sich alle so ein bisschen rumeiern. So, ich würde gerne hier nochmal nachladen. Das war eigentlich sehr gut. Muss ich gestehen. Bevor wir jetzt hier alles wieder zum Laufen bringen. Wir haben ja keine... Yay, eine Pistolenkugel. Panzerbrechend. Nee, Antiperson nehme ich mal. Hier nehme ich Antiperson und hier nehme ich die normale MG-Patron. Okay. Super. Hör nur, wie das verdammte Ding röchelt und stottert. Wann klappt das endlich? Julis Tod scheint dir als ernste Lektion nicht gereicht zu haben. Vielleicht wird's wirklich das hier. Ryan hat Lunte gerochen. Er wird ohne Zweifel Besuch vorbeischicken. Ja, am ja. Besten läufst du zum Laboreingang zurück und versiegelst ihn. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, die Splicer vom Leib zu halten. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. So. Big Daddy mal genommen. So, der Big Daddy macht das schon. Hast du die Tür geschlossen? Gut, das müsste uns etwas Zeit verschaffen. Ich habe dir ein kleines Notfallpaket mit der Rohrpost geschickt. Das ist nicht viel, aber jedes kleine bisschen zählt. Das stimmt. Ah, super, danke. Wie, Portemonnaie ist voll. Och, nee, oder? So, Rosie, mach du das mal. Gibt's hier noch einen Automaten? Hier geht's bestimmt weiter. Nee, okay. Och, nee, oder? Ah, du gehst mir gerade so ein bisschen auf den Sack, weißt du das? Da haben wir doch was. Gen Upgrade Bank interessiert auch keinen Arsch.
Ja, ich hab kein Problem damit. Halte Ryans Handlanger auf. Ist doch gut, das läuft. Ich bin hier unsichtbar, die Rosie macht's. Sind auch nicht so viele. Die sind alle auf meiner Seite. Supi. Ich würde sagen... Hallo. Ne, gefällt mir eigentlich ganz gut hier. Das ist aber mein Revier. Siehst du, dass die ganzen Bots auf meiner Seite sind? Rosie, ich brauch dich. So. Ja, ich will jetzt hier meine ganzen... Okay, Lazarus Vektor, Zirkulation. Wie lange dauert es, diesen verdammten Vektor zum Laufen zu bringen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber gut. Ich muss mich jetzt hier eine Zeit lang verschanzen. Ja, die Haltstation da kaputt zu machen war vielleicht dumm. Na komm her. Der ist noch auf meiner Seite. So, der Big Daddy macht das. Dann lege ich hier mal eine Kontaktmine hin. Das war dumm von mir. Mist. Ach Mann, oh, jetzt habe ich aus Versehen... Oh, jetzt habe ich aus Versehen den Big Daddy angegriffen. Das wollte ich nicht. Oh, scheiße. Boah, ich muss hier echt aufpassen. So, den hätte ich gerne auf meiner Seite. Super. So. Ich habe jetzt das ganze Geld verbraten. Ist aber nicht schlecht. So, wir sind auf unserer Seite, das ist gut. Oh, warum ist sie denn wieder? Warum ist der denn böse? Na, oh, die Rosie geht mir gerade so auf den Sack, ich schwör's dir.
Oh, ist doch kacke, ey. Sobald du die einmal triffst, ist alles im Arsch, ey. Boah. So, wo ist die Rosie jetzt? Sie ist fast im Arsch. So, jetzt aber Ruhe im Karton. Meine Güte, es ist wirklich nur, wenn ich die Rosie aus Versehen einmal treffe, dann ist echt im Arsch. So, und jetzt? Gut gemacht, komm. Super. Atme tief durch und genieße es. Und dann lauf rüber nach Rolling Hills und mach die Tauchrufe klar. Nächste Station ist bei Ryan zu Hause. Es ist Zeit für unsere Rache. Boah, super, endlich. Scheint so langsam dem Ende zuzukommen, was ich komisch finde. Aber na gut. So, jetzt möchte ich natürlich hier erst nochmal in Ruhe looten. Das ist ja klar. Den Ausgang habe ich ja versiegelt. Vielleicht finde ich hier noch was. Super, jetzt habe ich nämlich alles, was ich kann. Und ich habe wieder Kohle. Oh, wunderbar. So. Ja, pfeif doch nur. Weshalb widersetzt du dich so hartnäckig den herkömmlichen Methoden, einen Menschen von seiner Seele zu trennen? Du bist nicht von der CIA, nein. Du gehörst zu Atlas, dem einzigen Ungeziefer, das ich bisher nicht vernichten konnte. Aber sei doch besorgt. Ich brauche nur etwas Zeit, um das passende Gift zu finden. Ja, natürlich. Super. Erreicht. Gehe zu. Ich werde jetzt hier nochmal sicherheitshalber speichern. Gespeichertes Spiel überschreiben. Speichervorgang läuft. Bitte den PC nicht ausschalten. Super. Medical. Warte mal, wo muss ich jetzt zurück? Das habe ich jetzt vergessen, weil ich dem Atlas zugehört habe. Den Ryan. Neptuns Bounty? Fort Frolic? Ich weiß es echt nicht. Jetzt herrscht ein gewaltiges Durcheinander. Entweder wird Ryan Fontaine fertig machen oder Fontaine erwischt Ryan. Sicherheitschef Sullivan. Tja, ich würde mal sagen, die beiden haben sich so ein bisschen Bitchfight geliefert. Ne? Der eine, der halt alles erstellt hat und Kohle und alles hat. Und der andere halt irgendwie, der jetzt anfängt... Ich glaube, das war richtig. Wo muss ich denn lang? Hinweise. Was ist der Pfeil? Achso, da bin ich gerade. Das ist die Karte. Genbank, Medistation. Kein aktives Ziel. Zielinfo. Okay, dann bin ich hier, glaube ich, falsch. Dann gehe ich mal sofort Frolic. Natürlich können Ryans Jungs das Labor von Hackern schützen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir es nicht hacken werden. Pablo Navarro. Ja, ich würde sagen, der Fontaine hat durch die Tannenbaum das Adam entdeckt. Diese Sisters und alles hergestellt. Und er ist halt Chef von dem Dingsbums. Von dem Zeug, wovor alle süchtig werden, von diesen Plasmiden. Der Fontaine. Du bist fast da. Die Tauchkugel, die dich zu Ryan bringt, ist da vorne. Und der Dingsbums. Der Ryan will das natürlich verhindern. Ryan hat die Schlüssel zu Fort Frolic einem Kerl namens Sander Cohn gegeben. Cohn ist ein Künstler, sagen einige. Ich sage, er hat einen Dachschaden. Ich habe in meinem Leben alle möglichen Arten von Gaunern, Verrückten und Asozialen gesehen. Aber Cohen, er ist wirklich ein totaler Psychopath. Aha. Ist wirklich ein totaler Psychopath, verstehe. Jetzt müssen wir uns also mit einem Künstler rumschlagen. Zeit.
Hier noch eins, dann noch eins nach oben. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle, oder ob ich da ein bisschen tricksen, mixen muss, weil ich befürchte... Ah, nee, doch. Hat gerade so geschafft mit den waagerechten. So. Hacken. Super, jetzt muss ich hier nach oben. Dann hier nach links. Dann brauche ich wieder so ein Teil nach oben. Dann senkrecht, dann eine kleine Rechtskurve. Dann zwei waagerechte und eins nach oben. So, Hacker's Delight. Ah, ja, jedes Mal, wenn du etwas hackst, erhältst du Gesundheit und Eve. Hacker's Delight 2. Super, was haben wir denn hier? Hacker's Delight 2 ist natürlich besser. Immer. Blutdurst. Nee. Wärmesuchend. Fallenbolzen. Probiere ich einfach mal. Ionisches Gel. Autohacker natürlich. Antiperson. Jo, warum nicht, ne? Ich habe zwar keine Ahnung, was es damit auf sich hat, aber na gut. Bevor ich jetzt aber weitermache, mache ich hier ein kleines Aufnahmepäuschen. Speicher mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Reinschauen, Kommentieren, Liken, je nachdem, wie ihr Bock habt. Oder einfach genießen. Bis dahin, ciao.